Eine runde Zahl lockte am Sonntag zahlreiche Anwohner und Gäste auf die Straßen des Mülsener Ortsteils St. Niklas. 700 Jahre alt ist die Gemeinde nun und das wurde natürlich zünftig gefeiert. Mit nahezu 100 einzelnen Bildern wurde der Umzug zum Höhepunkt der Festwoche. Wie so viele Orte der Gegend entstand auch dieses Dorf durch Ansiedlung von Sorben und Franken im 12. und 13. Jahrhundert als Bauerndorf unter adligen Lehensherren. Und sowohl die Kriege der Vergangenheit als auch die großen technischen Entwicklungen ließen den Ort im Mülsengrund nicht unberührt. Haupterwerbszweig war über viele Jahrhunderte hinweg natürlich die Landwirtschaft. Und so konnten die zahlreichen Besucher vieles bestaunen, was die Älteren nur noch in frühesten Kindheitserinnerungen finden. Vielen Jüngeren ist es vollkommen unbekannt. Auch die Partnergemeinden zeigten ihre Verbundenheit mit St. Niklas hauptsächlich durch Blaskapellen, sodass der gesamte Zug ein bunter Mix aus Geschichte und Unterhaltung wurde. Keine akustische Begleitung brauchten die zahlreichen Feuerwehren. Heute oder früher, die Orte, die etwas abseits von Großstädten liegen, mussten sich schon immer selbst um den Brandschutz kümmern. Dass das mitunter auch Spaß machen kann, zeigten die Kameraden am historischen Leiterwagen recht anschaulich. Mehr als eine Stunde lang zogen die Teilnehmer durch den Ort. Und auch bei Television Zwickau können Sie in einem der nächsten Kulturmagazine einen ausführlichen Bericht sehen. Den Termin finden Sie im Internet. Schauen Sie also ab und zu mal rein.